is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ewige Dinge betrachten, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn die Gemeinde das Kleid der Gerechtigkeit Christi anzieht und sich aus aller Ergebenheit der Welt gegenüber zurückzieht, dann steht ihr die Morgendämmerung eines hellen und herrlichen Tages bevor. Gottes Verheißung an sie wird immer bestehen bleiben. Die Wahrheit geht an denen vorüber, die sie verachten und zurückweisen und wird siegen. Obwohl sie zuweilen verspätet zu sein scheint, ist in ihrem Fortschreiten nie zum Stillstand gebracht worden. Mit göttlicher Energie ausgestattet, wird sie die stärksten Schranken durchbrechen und über jedes Hindernis triumphieren. Was hielt den Sohn Gottes während seines mühsamen und aufopfernden Lebens aufrecht? Er sah die Ergebnisse der Arbeit seiner Seele und war zufrieden. Er blickte in die Ewigkeit und sah das Blut derer, die durch seine Erniedrigung, Vergebung und ewiges Leben empfangen hatten. Sein Ohr vernahm den Ruf der Erlösten. Er hörte die Erkauften das Lied Moses und des Lammes singen. Wir dürfen eine Vision von der Zukunft haben, von der Seligkeit im Himmel. In der Bibel werden Visionen über die zukünftige Herrlichkeit offenbart. Szenen, die von der Hand Gottes skizziert wurden. Und diese sind seiner Gemeinde besonders lieb und wert. Durch den Glauben dürfen wir an der Schwelle zur ewigen Stadt stehen und den freundlichen Willkommensgruß hören, der allen gilt, die in diesem Leben mit Christus zusammenarbeiten und es als Ehre betrachten, um seinetwillen zu leiden. Als die Worte gesprochen wurden, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, legten sie ihre Kronen dem Erlöser zu Füßen und riefen: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dort begrüßten die Erlösten jene Menschen, die sie zum Heiland geführt haben. Und alle vereinten sich zum Lobpreis dessen, der starb, damit Menschen das Leben haben könnten, das sich mit dem Leben Gottes messen kann. Der Kampf ist vorüber. Trübsal und Streit sind zu Ende. Siegeslieder erfüllen den ganzen Himmel, wenn die Erkauften den freudigen Refrain aufnehmen: Würdig. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde und jetzt wieder lebt, als triumphierender Sieger. The Lord.